Es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist, haben wir gehört. Warum ist das so wichtig? Weil alles, was geschieht, Gott schon im Vorhinein weiß. Das heißt, auch wenn es noch so schlimm kommt, es ist nicht außerhalb der Kontrolle Gottes. Gott lässt es zu. Es ist nicht alles von ihm gewollt. Wir sind keine Marionetten, die einfach wie eine Kindereisenbahn, wo alle Gleise schon gelegt sind und wir eigentlich nur einen Mechanismus vollführen, von dem wir gar nicht herauskommen. Aber dennoch ist alles von Gott gekannt und zugelassen und angenommen. Alles, was ist, ruht in den Händen Gottes, auch die größten Katastrophen. Und derer hat es schon viele gegeben innerhalb der Menschheitsgeschichte. Und so können auch wir immer wieder neu Frieden finden in der Hand Gottes. Heilung finden, neue Kraft, Befreiung, uns aufrichten und weitergehen. Aber entscheidend ist immer dieses sich zurückziehen vor den Dingen, einbergen in die Hand Gottes, dass unsere Seele wirklich eingeborgen ist in der Hand Gottes. So hat es auch der heilige Josef gemacht. Vielleicht im Traum, wenn er geschlafen hat, hat er all seine Sorgen und Gedanken, so wie es viele auch tun, vor Gott ausgebreitet. Ihm alles erzählt, bis der Schlaf ihn übermannt hat. Und dann hat er allenthalben im Traum seine Antwort bekommen, durch den Engel. Und er hat sich führen lassen. Und es ist sich alles irgendwie ausgegangen. Auch wenn es ihm sicher oft genug zu eng geworden ist in seiner Seele, er nicht gewusst hat, wie es weitergehen soll. Und doch ist es irgendwie weitergegangen. Das ist dieses sich zurückziehen. Er hat das zweimal gemacht. Einmal vor dem Herodes nach Ägypten. Wahrscheinlich war das so eine jüdische Kolonie in Grenznähe, wo viele Juden gelebt haben, und dann auch nach dem Tod des Herodes hat er sich auch noch vor Archelaus zurückgezogen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns zurückziehen, dass die Familie ein Ort der Zurückgezogenheit ist, vor all den Geschehnissen dieser Welt. Es muss nicht jeder Unsinn und jede Verehrung allen Raum innerhalb des Familienhauses bekommen. Und es ist schlimm genug, oft wenn ein Kind oder die Frau oder der Mann erfasst ist von einem Gedanken, der heute jetzt momentan ganz modern ist und dadurch auch eine gewisse Distanz zur Familie, zum familiären Heim aufbaut, weil ihm auf einmal jemand oder etwas viel wichtiger ist. Das kann es in verschiedenen Dingen geben. Wenn ein zeitgeistig etwas modern ist, wenn eine Ideologie oder eine Sekte gerade die Menschen
Familie allein zurückbleibt. Es fehlt einer. Und das tut weh. Und deshalb ist wichtig, dieses Zurückgezogensein, dass die Familie in ihrem Eigensein frei bleibt, geschützt vor so manchen Verwirrungen, in die die Welt sich verliert. Und so kann, wenn vieles zusammenbricht, die Familie eine Keimzelle sein, aus der wieder neues Leben erwacht, wo wieder Menschen herauskommen, deren diese ursprüngliche Kraft haben, das Leben, vielleicht einen ganzen Staat, neu aufzubauen. Nachdem vorher von oben gescheiten Leuten alles zerstört worden ist. Und ich denke, unsere Gesellschaft ist auf dem besten Weg dorthin. Die Familie wird als erstes bekämpft. Weil solange ein Familienvater und die Mutter den Kindern erklärt, wie die Welt funktioniert, haben die Ideologen dieser Welt nur wenig Chance. Nur im entwurzelten, sich selbst entfremdeten Menschen können wir Lehrer Macht aufbauen. Und vieles in der Pädagogik ist seit mehreren Jahrzehnten so gestaltet. Die Kinder sollen immer früher vom Elternhaus weg, Kinderkrippe, das Jahr wenig Einfluss vom Elternhaus ist. Die Eltern sollen auch möglichst bald arbeiten gehen, dass es ihnen nicht wichtig ist, selbst ihre Kinder gesund zu erziehen. Die heilige Familie hat es nicht leicht gehabt. Wenn man sich hineinversetzt in Maria und Josef, wie es ihnen gegangen ist, ganz persönlich, es war schon ein steiniger Weg. Und sie haben gekämpft, um diesen Weg zu bewältigen. Kann Maria durch ihren Weg noch heiliger werden? Sie ist ja schon ganz heilig. Aber auf ihrem steinigen Lebensweg, auch der Josef, ist ihre Heiligkeit noch mehr zur Entfaltung gelangt und wurde sozusagen ausgereizt bis auf den Grund. Und so möge die heilige Familie Jesus, Maria und Josef den Familien von heute Vorbild sein und Helfer vom Himmel her, damit sie auf ihrem Weg durch die Zeit bestehen können und damit auch sie Werkzeug Gottes für sein Heil in dieser Welt sein können. Eben immer aus dieser Keimzelle der Zurückgezogenheit, des Gebetes, der täglichen Bereitschaft zur Umkehr und zu allem anderen, was der katholische Glaube bietet. Amen. Vergelt's Gott.